So. Willkommen zum Impfsimulator 2022. Ja, wir müssen, weil die Dinger hier sind, können wir müssen jetzt von beiden Seiten Platten vorsetzen. Das geht aber nicht. Doch klar geht's. Gibt's ja diese komischen Seitendinger. Haben wir davon ein paar? Genau, die brauchen wir. Passen zwar optisch nur bedingt, weil die natürlich jetzt dann seitlich sind. Eine Scheiße. Ja gut, das. Wenn ich jetzt hier anbaue, ist das auch falsch. Ach, war doch klar. Ach, leck mich doch. Ja, ist immer falsch. Ist immer falsch. Okay. Wäre auch zu einfach, wenn das nicht falsch wäre. Weißt du was, ich mach's anders. Ich mach's anders. Einmal so. Und die werden jetzt hier hinten rum verbunden. Tada. Denn jetzt kann ich einfach. Hier Stein ran machen. Hier die Dinger ran machen. So nämlich. Ah. Mich doch. So. Ich würde designtechnisch hier trotzdem auch überall Platten ran machen, damit die Wand für die Leute, die dort etwas genauer hingucken, trotzdem symmetrisch papetrisch aussieht. So, dann haben wir da hinten nur eine kleine Vertiefung und hier eine kleine Vertiefung. Und überall anders sind Platten. Ungefähr so. Genau, das will ich hier noch. Ah, ne. Doch, genau. Ach, verkacke. Glaubt, die muss ich an der Säge machen, ne? So, das waren immer. Stonebricks. 16 sind das, okay. 16, 16, 16. Gib mal alles, was du hast. So. Jo, passt. Tada! Der Raum ist fertig.
Was soll genau, hier müssen auch noch Steinplatten drauf. Ich hier noch irgendwo eine Steinplatte? Nee, hier habe ich alle abgebaut. Das heißt, hier muss ich jetzt wirklich erstmal einplatzieren. Dass er die immer anders macht. Ah, gut. Erster Versuch hat geklappt. Sehr geil. Hä? Achso, doch. Warum sind die hier bis zum. Ach ne, ist ja richtig. Ah, genau. Genau, hier die Wand ist fertig. Das heißt, wir müssen hier noch welche hin. Tada! Perfekt! Geil! Wait. Warum geht die Dinger auf, wenn die Dinger aus ist? Habe ich ein NAND-Gate hingepackt oder was? Ne, ist doch ein Endgate. Ja, klar. Wenn ich in der Nähe bin und der Schalter aktiv ist, ist die Anlage engaged. Und wenn die Anlage engaged ist, sind auch die Pisten engaged und drücken die Steine raus. Sie schließen also die Tür, wenn sie engaged sind und öffnen sie nicht. Das heißt, hier muss noch ein Not Gate hin. Oder ich bräuchte halt ein NAND Gate, aber habe ich jetzt auch nicht. Aber wir haben noch ein Not Gate. Ach, Scheiße. Genau. Das Ding braucht. Also eigentlich brauchen wir nur ein. Kacke. So. Jetzt ist es korrekt. Eben, weil die Türen haben ja invertierte Logik, ne? Wenn die Signal bekommen, sind die Türen quasi geschlossen. So, das heißt genau, jetzt ist die Anlage scharf geschalten. Sobald ich in der Nähe bin, geht die Tür auf. Wenn ich weg bin, gehen die Türen weg. Und wenn ich halt da gerade nicht rumhantieren möchte und dementsprechend mir das Geräusch bloß auf den Sack geht, schalte ich die Anlage aus. Und jetzt ist es egal, was ich in der Nähe mache, sobald ich hier rumlaufe oder ähnliches, macht die Anlage trotzdem keinen Krach. So muss das sein. Ach, Emination, ey. Hei, hei, hei. Damit wäre der Raum fertig, abgesehen, dass hier eine Treppe fehlt. Ja, und ohne Wasseranlage sieht es hier echt aus wie so ein Kerker. Holy shit. Egal, passt so. Hauptsache, kein Mensch, der da langläuft, ahnt, dass dort eine geheime Anlage ist mit ganz geheimen Vorräten. Wobei es eigentlich bloß Spielerei ist, weil die Leute können eh nicht drauf zugreifen, weil es ja protected. Ist also nichts anderes als Spielerei, wenn wir mal ehrlich sind. Aber hey, genau das sollte sein. So. Wir müssen nur überlegen, was machen wir hier für eine Tür rein? Was haben wir denn noch für Türen? Ich meine, unten haben wir eigentlich überall Holztüren. Das heißt, ich würde tatsächlich einfach die Holztür nehmen, die wir noch haben. Stahltür würde auch kacke aussehen. Ich meine, wir haben unten eine Stahltür zur Grube, aber ich glaube, wir gehen trotzdem mit Holz, weil hier ist, da hinten ist eine Holztür. Gut, hier ist gar keine Holztür mehr, aber egal. Machen wir die so rum. Nee, ich glaube, wir machen die doch andersrum. Ernsthaft wieder verschwunden. Aber jetzt war es wirklich unten die Anlage. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Los, Trab an, blöde Tür. Vielleicht müssen sie hier vorbeikommen.
Wo bleibt die Tür? Och, leck mich doch am Arsch. Ich weiß, wo unser alter Schalter geblieben ist. Ich krieg die Krise. Oh, ist das Kacke. Oh Mann, ey. Alter, ich möchte sterben. Deswegen hatten wir auch zu wenig Platten. Hier sind sie alle gelandet. Alter Leute. Oh Mann, das ist doch nicht mehr witzig. Das ist doch Kacke. Ah, ja. Aber wie man gerade gesehen hat, Ding funktioniert. Oh, ist das Bullshit, sowas kann man sich nicht ausdenken. Alter, das ist Kacke. Das ist eine Scheiße. Stimmt, da wir haben ja zwei solche Anlagen, die Sachen aufsaugen können. Ganz vergessen. So, geil. Jürgen. Schon aber hier, also wenn man die untere Anlage noch ausschaltet. Okay. Ruhe. Schön. Ups. Sehr geil. Tada. So muss das sein. So muss das sein. Oh mein Gott, diese Ruhe. Ah, ist das geil. So, was hier ist, keine Ahnung. Zu damit. Hier auch. Warum ist es hier offen? Zu damit. So, ja, du kannst du von rein. So. Geil. Gut. Und das Ganze nur, damit wir das Ding hier noch eins nach hinten verschieben können. Jetzt verstehe ich, warum der Bau vom BER so lange gedauert hat. Ach, fuck my life, ey. So, wir bauen uns mal hier freundlich hoch. Jetzt müssten wir ja eigentlich überall lang bauen können. Genau, das Ding ist auch weg. Ah, okay, das heißt, da oben ist auch wieder die letzte Reihe, muss wieder genauso wie auf der Seite da hinten, muss zu bleiben. Okay. Warte kurz. Aber wieso kann man denn da durchgucken? Hier haben wir doch Sand. Warum haben wir auf der anderen Seite jetzt keinen Sand? Das erschließt sich mir jetzt nicht so wirklich.
Also wir brauchen diese speziellen Erdblöcke. Sonst wächst ja wieder normaler Gras. Haben wir sowas? Nee, haben wir nicht. So. Dirt. Das verbrauchen wir. Oh. Ach, guck mal, wer da unten ist. Hi, Ronix. Bau gerade deinen Baumfäller mit einem riesigen Baumfarmstamm nach. Viel einfacher abbauen. Baumfarmstamm. Ja gut, aber Baumfarn, da kriegst du ja kein, nee, nicht dieses normale Holz, oder? Ich meine, wenn er einfach nur Holz braucht, ne, klar. Aber wenn man jetzt speziell dieses normale Holz haben möchte, dann bringt einem dieses Fahrzeug ja nicht unbedingt weiter, oder? Weil das hier, da kriegst du ja bloß. Achso, kriegst du gar nicht raus. Das selber ist bereits das Holz. Da, das Zeug ist es denn. Na, eben, das heißt, das bringt einem nicht so viel weiter, wenn man speziell, wenn man jetzt wirklich speziell dieses Holz haben möchte. Und das brauche ich ja für viele Sachen. Das heißt, so eine Baumfarn-Sache bringt mir, glaube ich, jetzt gar nichts, oder? Man könnte mal natürlich gucken, dass man mehrere Baumfallen aufbaut. Und ne, damit man verschiedene Arten von Holz hat und dann da natürlich dann auch so eine Baumfarn-Ding macht. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. So, wo war ich jetzt eigentlich gerade? Was habe ich gerade gemacht? Ich bin schon wieder komplett raus. Verfluchter Scheiß. Ach genau, wir wollten dieses ganz spezielle Grasstück bauen. Ist jetzt hier wirklich alles richtig? Hier ist überall das Richtige. Genau. Okay, gut. So. Wir brauchen das Zeug. Immer her damit. So, müssen wir jetzt gucken, wie wir das am dümmsten machen. Das heißt, hier muss wieder überall dieser Scheiß rein. Ach klar, ist ja richtig, genau. Auf der Ebene kommt es hin. Und dann nehme ich so. Weil eben auf die Ebene kommt ja die Wand. So macht das Ganze Sinn. Okay. Genau. Ach ja, mal dieses ab und anbauen. Wollt ihr nicht eigentlich die Anlage hier bauen? Jetzt machen wir schon wieder hier die ganzen Wände nochmal alle neu.
Ja, zum Glück bloß die eine, aber trotzdem. Ach, heute ist schon wieder voll. So. Genau. Achso, die Regel muss auch mal weg. Gut. Hungrig bin ich auch schon wieder. Da. So, jetzt müssen wir nur noch mal die neue Wand, also die Wand noch mal neu reinziehen. Halt. Verdammt. Jetzt einen Stein hierher. Jetzt bin ich überfordert. Da muss hin, hier, da, da. Und jetzt muss ja eigentlich nur noch zugemacht werden. Tada! Oh, Doppeldonner. So. Gut. Gucken wir mal wieder ein paar Fackeln hier an. Und schon ist der Raum fertig. Hat ja nur 3 Folgen gedauert. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du echt keinem erzählen, du. Ah, und schon sieht der Raum hier oben auch symmetrisch aus. Und wir haben jetzt hier unten einen schönen Anschluss. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sehr geil. Boah, Leute. Ich sag's euch, ey, das ist ja. Oh Mann. Oh. Ach, Hermination. So, mal gucken hier. Jetzt die Frage, bauen wir erst den Raum? Oder, weil es mich gerade absolut nicht in Ruhe lässt, versetzen wir den Raum dahinter um eins nach vorne, also zu uns hin. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal das da. Weil bei der Anlage unten habe ich halt noch überhaupt keinen Plan, wie ich das mache. Deswegen schiebe ich jetzt gerade so gedanklich so ein bisschen vor mir her. Oh, draußen schon wieder Nacht. Ja, es ist. Wir müssen eigentlich auch erstmal unser Inventar aufräumen. Das ist so alles kacke hier. Gut, wir machen erstmal Inventar sauber. Das ist ja hier, das hält jetzt im Kopf nicht aus. Haben wir unsere Backpack-Werkzeuge? Ja. So. Ich schmeiße erstmal alles rein. Und dann nehmen wir alles raus, was irgendwie Holz ist. Gut, da haben wir nicht so viel. Dann nehmen wir erstmal alles raus, was irgendwie Stein ist. Oder Geröll. So, das. Kann jetzt erstmal alles hier rein.
So, schon sieht's viel übersichtlicher aus. Dirt haben wir nicht, ne? Eine Kiste mit Dirt. Haben wir keine. Gut, da kommt der Dirt erstmal hier mit rein in die Kiste. I don't know. Sagt dir erstmal am ehesten was zu. So, der ganze Scheiß kommt nach hier. Verdammt. Warum haben wir einen Knochen? Haben wir den Knochen nicht woanders? Der haben wir doch hier unten irgendwo drin. Wo war denn das? Ach, da. Nee. Achso, doch, genau, hier ist das Baummehl. Genau, da waren auch die Knochen. Genau. Okay. So, als nächstes kommt alles, was oben rechts in die Kiste kommt. Und das ist. Das alles. So, oben links in die Kiste kommt hiervon eigentlich. Gern, obwohl doch die beiden hier. Ja. Ach, guck mal, hier ist der Bilderrahmen. Ah. Aber ja, wurde doch hier oben reingepackt, aus Versehen. So, unten in die Kiste kommt alles, was mit Holz zu tun hat. Also die beiden Sachen hier. Auch wenn das hier eigentlich nicht wirklich dahin gehört. Aber gut, ich drauf geschissen. So, achso. Die man sagt, müssten eigentlich auch unbedingt in die Kiste rein. Ja. Nur leider ist die Kiste ganz schön voll. Die Kiste müssen wir mal aufräumen. Das funktioniert so nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich schmeiße ein paar Sachen weg. Sandsteinziegel kann weg. Sandsteinziegelblöcke kann weg. Stein-Mikroblock kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann. Ach, guck mal, aber 8 Stück. Ha, können wir es auch rekombinieren. Weg. Ganz ehrlich, kann weg. So. Erstmal gucken. Das müssen wir rekombinieren. Genau, das können wir rekombinieren. Das können wir auch rekombinieren. Das können wir auch rekombinieren. Das können wir auch rekombinieren. Der Rest kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, und schon. Voila. Viel mehr Platz. Achso, halt, das kommt hier gar nicht rein. Die können wir auch rekombinieren. Okay, sie müssen mehr Sachen, die wir rekombinieren können. Ich meine, die Sachen können wir eigentlich auch alle. Oder? Doch, müsste eigentlich. Ah, warte ich mal. So nämlich. Bam. Wie? Guck mal, hier war auch noch. Na, egal, komm, ganz ehrlich. Ich weiß, wir haben jetzt vorhin schon welche weggeschmissen, hätten wir eigentlich noch so einen Block machen können, aber pff, der eine Block, ganz ehrlich. Achso, sind LV-Batterien. Ach guck mal, wir haben noch eine MV-Batterie. Das heißt, wir könnten eigentlich unten noch eine Batterie hin machen. Haben wir dafür noch Platz? Haben wir noch ein MV-Kabel? Na, wenn die hier eh rumliegt. Ganz ehrlich, warum nicht unten einbauen?
Ich meine, da haben wir jetzt keine Batterie-Upgrades für, aber ganz ehrlich, auch egal. Wollte eigentlich schon das Werkzeug gehen. Hier zum Beispiel. Achso, MVP brauchen wir gar nicht. Na gut. So. Tada! Gut. Wie gesagt, hat zwar keinen Upgrade-Slot, aber hey, auch egal. Du kommst da rein. So, halt. Du kommst da mit rein. Was haben wir jetzt hier noch in dem Backpack? Verpacke ich in den Lehm hin. Hier haben wir nur kleine Steine. Wir hatten doch schon mal Lehm gehabt, oder? Oh, guck mal, hier haben wir auch diverse Blöcke. Alter. Eigentlich wollte ich eine ganz andere. Komm, ich box jetzt mal hier mit rein. Eigentlich wollte ich eine ganz andere Lockierung. Das ist ja die Katastrophe. Na gut, egal. Erstmal machen wir für die Folge mal Feierabend und dann sehen wir uns in der nächsten Folge tatsächlich wieder. Ja, bis dann.